ist die Schweizer Fleckviehzucht in Gefahr. Einkreuzungen mit fremden Rassen bedrohen die Reinheit der einheimischen Zucht. Es gärt in Züchterkreisen. Die Fronten verhärten sich. Die erste Obersimmentaler Amtsviehschau. Eine Demonstration der Züchter von reinrassigen Tieren. Werte Kollegen, ich begrüße noch zur letzten OK-Sitzung im Zusammenhang mit unserer Amtsshow, die am Samstag durchgeführt wird. Ihr seht hier, dass wir hier einen Ehrenpreis haben. Der ist gestiftet worden vom Joder Club Rinderberg. Und ich möchte ihn recht herzlich verdanken. Und der ist zweckbestimmend, dass der Preis zuerst Gusti soll überkommen. Zum ersten Mal in seiner Geschichte rief vor 10 Tagen der obersimmentalische Fleckviehzuchtverband zu einer Leistungsschau. Die Züchter der Gemeinden Lenk, Zweisimmen, St. Stephan und Poltigen waren aufgerufen, ihre schönsten Tiere vorzuführen. Solche Viehschauen werden neuerdings in vielen oberländischen Zuchtgebieten durchgeführt. Worum geht es dabei? Es geht darum, dass wir im Obersimmental von unseren Viehzüchtern einen friedlichen Konkurrenzkampf hier durchführen, in der Hans-Viehschau. Und dass wir unsere Abnehmerschaft, unser schönstes Tier, können zeigen können, was wir für ein Zuchtmaterial haben, was unsere Züchter haben fertiggebracht mit ihrem Können und speziell mit dem Gelingen. Und es erscheint uns sehr wichtig, in der heutigen Zeit, wo die ganze Einkreuzung ist gekommen, in der turbulenten Zeit, dass wir mit unserer Zunutzungsrasse können demonstrieren können, was wir für einen Standort heute haben. Was hat die Fleckviehzucht so turbulent gemacht? Vor 8 Jahren sind die Rassengrenzen gefallen. Das heißt, Kreuzungen verschiedener Rassen sind nun offiziell erlaubt. Davon blieben auch die rot-weißen Simmentaler nicht verschont. Diese reinrassigen Kühe symbolisieren aber den ganzen Stolz des hiesigen Bauernstandes. Mit dem Auftauchen der ersten eingekreuzten Tiere tauchten auch die ersten Spannungen in Züchterkreisen auf. Stein des Anstoßes ist diese Kuh. Sie ist das Resultat einer Kreuzung von Simmentaler mit Holsteiner Blut. Diese kanadische Rasse, die speziell auf eine hohe Milchleistung gezüchtet wurde, verändert die reinrassigen Simmentaler augenfällig. Hier zum Vergleich eine reinrassige Kuh. Heute sind die Züchter in 2 Lager gespalten. Die Gegner befürchten, die neuen Tiere könnten den Bestand der reinen Rasse gefährden. Welches aber sind die Argumente der Befürworter? Im Berggebiet sind wir auf den Viehverkauf angewiesen. Darum müssen wir das Tier züchten, das der Abnehmer wünscht. Ein Haufen Kollegen im Unterland haben einkreuzen, dann wird uns entschlossen, das so zu machen, weil der Holsteiner ist grösser. Die 2 Kühe sind circa gleich alt. Er ist frühreifer, er hat ein anderes Kalb. Mit 2-jährig tut er abkalbern, gibt mehr Milch, circa 2 Liter pro Tag. Die 3 Gründe haben mich bewogen, das Experiment zu wagen. Die Kritiker aber erinnern an die Milchschwämme und den Butterberg und werfen den Einkreuzungsfreunden vor, sie spekulierten mit kurzfristigen Gewinnen. Die reine Simmentaler Kuh liefere nicht nur Milch, sondern auch viel Fleisch und entspreche deshalb den schweizerischen Bedürfnissen besser. An ihrer Viehschau vom Samstag wollten sie das demonstrieren. Aber der Viehzüchterstand hat noch ein anderes großes Problem. Vor etwa 10 Jahren wurde in der Schweiz die künstliche Besamung eingeführt. Heute ist sie weit verbreitet. Die Nachfrage nach Zuchtstieren, die frühere Haupterwerbsquelle, ist klein geworden. Ja, die Auswirkung von der künstlichen Besamung war die, dass wir viel minder Monika hier züchten können. Wenn man bedenkt, dass man mit einem solchen Stier im Natursprung, sagen wir einmal 50 bis 70, höchstens 80, 90 Stücke können besamen. Oder nachher in der KB Tausende von Sprüngen waren, wir müssen uns einfach einschränken, weniger Monika züchten. Wir haben dafür mehr kühle Tiere aufgezogen, haben Aufzuchtverträge gemacht mit den Unterländerbauern. Und mussten uns einen Nebenverdienst suchen. Ich gehe zum Beispiel im Winter 4 bis 4,5 Monate an Skilift und tue so mein Einkommen ein bisschen bereichern, was ich durch das Monika-Geschäft eventuell ein bisschen einschränken musste.
Zuchtzüchter Sumi hat aus dem Nachfrageeinbruch nach Zuchtstieren Konsequenzen gezogen. Seine Haupteinnahmequelle bildet heute die Aufzucht von Jungtieren, die er als zweijährige Kühe an Unterlandbauern verkauft. Der Herausforderung der künstlichen Besamung begegneten die Züchter mit Anpassung. Der neuen Herausforderung aber, der Einkreuzung fremder Rassen, wollen sie die Stirn bieten. Die Vorbereitungen der Amtswieschau laufen auf Hochtouren. Ausgewählte Tiere werden an dieser Leistungsschau vorgeführt, die Krone der obersimmentalischen Fleckviehzucht. Hier wird die Stärke der reinen Rasse demonstriert. Keine einzige Holsteiner Kuh ist dabei. Hier kennt jeder jeden und jeder weiß, in welchem Lager der andere steht. Als Jurymitglieder wurden deshalb nur Ortsfremde gewählt. Ihre Aufgabe ist es, in jeder vertretenen Klasse die 12 besten Tiere auszuwählen. Was hat sie für eine Leistung, die Kuh da? Was ist 4.500, 4.500 Milchpaket. Ist 3.28, wie das Verteilung 44. Mhm. Ja, die müssen wir führen. Ja, das ist eine gute. Das ist noch ein spätrassiger Ausdruck. Jawohl. Und eine saubere Linie. Moderner Tipp, dürfte grösser sein. Jawohl, dürfte etwas grösser sein. Ja. Aber sicher auch im vierten Drittel. Es ist schon die Kuh, die man dort anstreben. Jawohl, jawohl. Wärter, kommt! Fahrt mal mit ihr. Marsch ist gut. Was? Gesamtausdruck ist sehr gut. Jawohl, was ein bisschen zu wünschen übrig ist, die leichte Stufung am linken Viertel. Das ist ein Nachteil, nicht? Und für das Alter geht das auch strichen. Jawohl, Sutter ist einfach das Kriterium. Jawohl, jawohl. Jawohl. Rechte. Wir nehmen die sicher im vorderen Drittel. Das Publikum wartet auf die Vorführung der ausgewählten Tiere. Der Veranstalter beschwört nochmals den Stolz des simmentalischen Bauernstandes. Zürcher Freunde, wer? Der Bauer im Allgemeinen, im Speziellen aber der Bergbauer, von der Konjunktur nicht hat können profitieren können, wie andere Berufsgruppen. So haben wir aber noch das Glück, eine Rinderrasse dürfen pflegen und züchten, Macht, Weltbedeutung hat. Wir dürfen mit diesen Tieren ein Stall bewirtschaften, ein Stall, das zum Teil karger Ertrag abwirft, aber ein Stall, ein Schuhstall, der mit seiner Schönheit auch weltbekannt ist. Werte Züchterfreunde, ihr seht hier Klasse 7, das sind Auerleistungskühe. Kühe, die in züchterischer Hinsicht, aber auch in der Hinsicht von der Milch, etwas geleistet haben. Im dritten Rang ist Kuh Nummer 183. Der Vater ist der Franz von Zell. Sie hat eine Lebensleistung in 6 Laktationen von 28.876 Liter mit 4,32% Fett. Eigentümer Bettler Walter Boltigen.
Dem Unbeteiligten mag diese Schau als harmloses Bauernfest vorkommen. In Wirklichkeit ist es eine verbandspolitische Demonstration, mit der die Vertreter der reinen Rasse ganz konkrete Absichten verfolgen. Die Ausbreitung des fremden Blutes soll zurückgedrängt werden. Im 8. Rang ist Kuh Nummer 180. Die Beatrice, der Vater ist der Eldler, 1929. St. Steffen 5. Wir kommen nun zur Verleihung von dieser Preise. Im 1. Rang ist Kuh Nummer 184. Die gehört dem Grünenwald Jürgen Johann van Riet. Sie bekommt ein Trächel, gestiftet von der Sportbahnen Jungpass AG Boltigen. Die Freude ist groß, die Tiere sind prächtig, die Ehre der Simmentaler Züchter ist wiederhergestellt. Ob damit auch der Bestand der reinen Simmentaler Rasse gesichert ist? Auf dem Viehmarkt lösen die eingekreuzten Tiere heute jedenfalls höhere Preise.